Ich bin die Kathi, Katrin Eder. Ich bin Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz. Ich bin hier in der Oberpfalz als Medienfachberaterin angestellt. Ich sage das deswegen, weil es in ganz Bayern verschiedene Medienfachberater gibt. In jedem Bezirk gibt es Medienfachberater. Wir in der Oberpfalz sind zu dritt, die Alexandra Linz, die Simone Kellner und ich. Und wir arbeiten in der außerschulischen Jugendarbeit und wollen Medienkompetenz vermitteln an Jugendliche, die bei uns bis einschließlich 26 gehen. Und unsere Methode ist die aktive Medienarbeit. Also wir wollen wirklich aktiv mit den Jugendlichen was machen, ihnen zeigen, dass man Medien nicht nur passiv, sondern aktiv auch umsetzen, kreativ sein kann und nicht nur passiv konsumieren. Und dass man ihnen einfach auch mal Möglichkeiten gibt, zu zeigen, was ist eigentlich möglich. Medien sind nicht nur schlecht, sondern auch gut. Und dass wir da breite Palette anbieten können, wo sie sich einfach ausleben und kreativ und fantasievoll sein können. Mein aktuelles Lieblingsprojekt. Du fragst mich heute nach der Fachtagung, wo so viele tolle Workshops waren. Also ich glaube, bis jetzt war es eigentlich immer so das Neue, wo ich richtig interessiert war, das Smartphone. Ich habe aber heute auch das Tablet entdeckt. Und ich glaube, dass das meine Richtung ist, wo ich momentan total interessiert und auch neue Möglichkeiten entdeckt habe, die wir bis jetzt eigentlich nie so hatten. Und ich glaube, das ist das, wo ich jetzt für mich richtig ein bisschen reinfrickeln will. Und darf durch meine Arbeit. Was mir am meisten Spaß momentan gerade macht, ist einfach, wir sind wieder bei der Ju-Finale dran, sie dort zu organisieren. Das Jugendfilmfestival für Jugendliche, die in den Bezirken stattfindet und die Gewinner kommen dann zur bayernweiten Ju-Finale. Da gefällt mir einfach zu sehen, wie kreativ Jugendliche sind. Wir bekommen jetzt die ersten Einsendungen und dass wir ihnen eine Plattform bieten dürfen, wo sie erzählen können, was sie bewegt, ihre Geschichten, ihre authentischen Erlebnisse. Und da kriegt man eigentlich wieder richtig mit an der Basis, was die eigentlich erzählen wollen und vielleicht oft nicht gehört werden. Und wir können ihnen diese Stimme geben, in einem richtigen Kino ihren Film zu zeigen und auch mit anderen Jugendlichen zusammenzukommen. Also so ein bisschen auch wieder das, wo es eigentlich geht, der Austausch untereinander und dass man einfach das kombiniert, das Face-to-Face oder dann auch dann über Facebook, dass man da mal wieder neue Sachen mitkriegt oder deren Filme und sagt, hey, ihr macht so tolle Sachen, reicht das doch einfach bei uns ein. Also die Kombination, einfach da irgendwie mit dabei sein zu dürfen und den Jugendlichen einfach unterstützen, helfen zu können, wo sie vielleicht oft nicht bekommen und auch vielleicht oft unterschätzt werden. Und wir können sie und dürfen sie ernst nehmen und wollen sie ernst nehmen. Und das fehlt oft ein bisschen. Und das ist das, was mir einfach Spaß macht. Also was wird uns beschäftigen? Uns wird auf jeden Fall die Social Communities beschäftigen. Wird wahrscheinlich viele sagen, aber das, glaube ich, ist auch ein zentraler Punkt, der wichtig ist, weil einfach die Jugendlichen jetzt, die jetzt so in dem Alter sind, mit Facebook oder wir haben Smartphones, Tablets, sich da in verschiedenen Communities austauschen, über Twitter oder wie auch immer, die erste Generation ist, die das testet, ausprobiert und damit aufwächst. Und in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen Versuchskaninchen sind, aber auch noch unbelastet sind. Sie können das einfach in ihrem Sinne nutzen und wir dürfen da zuschauen, mit dabei sein. Und ich glaube, dass da noch so viel möglich ist und auch so viele Möglichkeiten da sind, die vielleicht, was immer heißt, die schlimmen Medien, alles wird ausspioniert. Aber ich glaube, dass das einfach mit dazugehört. Im Leben ist immer alles nicht perfekt und toll und so war es auch im Fernsehen und so ist es auch da. Aber dass wir einfach die positiven Möglichkeiten sehen und die vielleicht dann auch noch viele Veränderungen bringen, neue Programme kommen und dass das einfach das ist, was uns beschäftigen wird. Und dann auch wieder runterbrechen, so schön das ist, alles virtuell. Wir sind trotzdem noch bei den Jugendlichen vor Ort dran und können mit denen dann Projekte machen und einfach da nochmal weitergucken, was da so passiert. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend.